Wenn ihr dieses Video hier seht, dann ist der Astronaut Matthias Maurer schon da oben auf der ISS, der Internationalen Raumstation. Ich habe die Möglichkeit, schon vor seinem Start mit ihm zu sprechen und ich würde sagen, los geht's. Ich war vor einigen Wochen in Köln bei der Europäischen Weltraumorganisation der ESA und habe dort mit dem Astronauten Matthias Maurer gesprochen. Super cooler Typ. Seit dem 12.11. ist Matthias jetzt für 6 Monate auf der Internationalen Raumstation der ISS. Die Raumstation fliegt mit einer Geschwindigkeit von fast 30.000 Kilometern pro Stunde um die Erde und braucht gerade mal 90 Minuten, um die Erde einmal zu umrunden. Völlig abgefahren. Bei der ESA in Köln gibt es einen detailgetreuen Nachbau von dem Teil der ISS, in dem Matthias forscht. Vorsicht mit dem Kopf. Darf man nicht zu groß sein. Im Weltall geht das einfacher, da schweben wir einfach durch. Ah ja, da einfach so. Da muss man, genau. Wie Superman. Stößt man sich einmal ab und dann schwebt man hier rein. Ja. Und das ist dann mein Columbus-Modul. Also das ist das Stück Europa im Weltall. Hier haben wir verschiedene Forschungslaboratorien eingebaut. Also jeder Schrank hier ist ein Labor, so wie man es in der Schule kennt. Das wäre jetzt zum Beispiel unser Biologielabor. Das ist unser Physiklabor. Das ist unser Materiallabor. Auf der ISS wird den AstronautInnen super viel abverlangt. Sie müssen verschiedene Forschungsprojekte durchführen, auf engstem Raum mit ihren internationalen KollegInnen zusammenleben und arbeiten, verschiedene Extremsituationen wie zum Beispiel die Schwerelosigkeit und die Isolation meistern und sich auch noch zu 100% auf die anderen AstronautInnen verlassen. Die Option, mal eben so zurück zur Erde zu fliegen, gibt's nicht. Und das macht natürlich einiges mit der Psyche. Außerdem haben wir mit Professor Dietrich Manzey von der Technischen Uni in Berlin gesprochen. Er ist Raumfahrtpsychologe und hat uns unter anderem verraten, mit welchen Problemen die AstronautInnen auf der ISS zu kämpfen haben. Ich wollte von Matthias deshalb wissen, wie er sich auf die Zeit auf der ISS vorbereitet hat, was passiert, wenn auf der ISS Panik ausbricht und inwiefern man auch persönliche Gegenstände mit ins Weltall nehmen kann. Ihr bereitet euch ja hier unten auf der, ich sag jetzt mal, sicheren Erde auf die Situation da oben vor. Wie ist es denn? Macht man sich Gedanken, dass man, wenn man dann da oben ist, wenn es also real wird, dass man vielleicht dann nicht gerettet werden kann, wenn irgendwas passiert? Ja, natürlich machen wir uns darüber Gedanken. Das Training ist so aufgebaut, dass wir eigentlich alles, was wir oben im Weltraum erleben, einmal hier auch gesehen haben. Mhm. Wir können jetzt natürlich nicht alles zusammen so üben wie im Weltall, weil hier unten hast du zum Beispiel keine Schwerelosigkeit. Ja. Deswegen üben wir die Schwerelosigkeit einmal in so einem Flugzeug, das fliegt dann so Wellenlinien. Und beim allerersten Mal ist das ganz, ganz komisch. Dann denkt man im Bauch und denkt man, oh, das Flugzeug, das ist nicht gut hier, was hier passiert. Aber dann ist man plötzlich schwerelos und schwebt dort durch die Kabine und merkt, oh, das ist ja gar nicht so schlimm. Und der Körper, das Gehirn, ist eigentlich so lernfähig und so schnell, dass man sich ultraschnell an diese neue Situation anpasst. Und das ist wichtig, dass wir Astronauten auf der Erde immer wieder in solche Extremsituationen reingeworfen werden, damit wir dann oben nicht einen Panikanfall bekommen. Wenn dann doch mal Panik ausbricht, also wird man darauf vorbereitet? Spielt man das vielleicht auch durch, was man in so Extremsituationen dann macht? Panik ist natürlich, das wäre ganz, ganz schlecht. Ja. Deswegen werden wir bei der Auswahl für unseren Job als Astronaut schon so ausgewählt, dass wir eigentlich nicht in Panik fallen. Aber in der Ausbildung drin machen wir auch viele Sachen, die uns immer wieder an den Rand führen, wo sehr viel Stress da ist. Wir haben zum Beispiel eine Ausbildung in einer Höhle. Und jetzt denkt man sich, warum geht er in eine Höhle? Er will doch eigentlich in das Weltall. Aber in der Höhle ist es dunkel und in der Höhle müssen wir auch klettern. Das ist wie Bergsteigen, aber noch schwieriger, weil es ist Bergsteigen im Dunkeln. Man sieht zum Teil gar nicht, wenn ich da jetzt so ein schwarzes Loch runterklettere, wie tief geht es da drunter. Und dann hat man einen Kollegen, das ist dann ein Kollege, der eine andere Sprache spricht, es kann ein Russe sein, ein Japaner sein, ein Amerikaner, der plötzlich dafür verantwortlich ist, mein Seil zu halten. Das heißt, mein Leben liegt in der Hand von einem anderen Astronauten. Und man lernt dabei, jemand anderem zu vertrauen. Man lernt auch dabei, in anderen Sprachen zu kommunizieren, weil bei verschiedenen Sprachen kommt nochmal so eine extra Komplexität dazu. Und deswegen ist es wichtig, dass man das lernt, damit dann nicht nachher in echt ein Panikanfall entsteht. Boah, das mit der Höhle stelle ich mir echt krass vor. Professor Manzey hat uns im Interview noch erklärt, dass man, um AstronautIn auf der ISS zu werden, aber jetzt auch kein krasser Überflieger bzw. keine krasse Überfliegerin in einem bestimmten Bereich sein muss. Man findet wahrscheinlich viele Leute, die ein besseres Gedächtnis und bessere, was weiß ich, Aufmerksamkeitssteuerung haben als jetzt ein Astronaut. Aber man findet wahrscheinlich kaum Menschen, die so schwächelos sind sozusagen, also die über so eine breite Palette von Leistungstests keinen Ausfall haben, die überall hinreichend gut sind. Das ist, glaube ich, das, was Astronauten auszeichnet. Und Astronauten führen zahllose Experimente aus unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen statt
Und man braucht im Grunde Leute, die sich so universell interessieren können für alles Mögliche. Von Matthias wollte ich dann noch wissen, ob es theoretisch die Möglichkeit gibt, zurück zur Erde zu fliegen, wenn es einem schlecht geht, oder ob man da wirklich dann für 6 Monate gefangen ist. Gefangen ist niemand dort oben, aber die Sache ist schon so ausgelegt und geplant, dass wir mit dieser Kapsel hochfliegen, 6 Monate oben bleiben und dann auch zusammen wieder mit dieser Kapsel runterfliegen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendein Problem hätte, und das kann jetzt sein, dass ich vielleicht ein psychologisches Problem habe, dass ich da Heimweh habe und schnell nach Hause möchte, aber das wäre ganz schlecht, dann hätte die ESA was falsch gemacht. Oder ich hätte eine Verletzung, eine Erkrankung, und dann sagt man, okay, das können wir auf der Raumstation jetzt nicht mehr flicken oder reparieren. Matthias muss nach Hause. Dann bedeutet das, dass meine 3 Kollegen, die mit mir fliegen, auch nach Hause fliegen müssen. Das heißt, ich mache da plötzlich den Traum und die Mission von 3 Kollegen dann auch kaputt. Und das ist natürlich eine große Belastung. Und deswegen sind wir bei der Auswahl extra so intensiv durchgecheckt worden, dass die NASA, die ESA, und auch die anderen Kollegen sich so sicher sind, dass wir das 6 Monate lang oben schaffen. Wie ist es denn, wenn es einem hier wirklich dann jetzt schlecht geht? Hat man die Möglichkeit, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen? Wir haben sehr viel psychologische Unterstützung dort oben. Wir sind jetzt 6 Monate im All, aber eigentlich sind wir nicht alleine. Wir können jeden Tag mit dem Telefon anrufen auf der Erde. Es gibt aber auch noch eine richtige psychologische Betreuung für mich. Und zwar alle 2 Wochen muss ich mit einem Psychologen reden. Ob ich das will oder nicht. Der Psychologe, der ist fest eingeplant, das ist Pflicht für alle Astronauten. Kurzer Einschub, Professor Manzai meinte, dass das mit dem festen Termin auch bewusst so gemacht wird, um zu vermeiden, dass es am Ende unter den AstronautInnen heißt, oh, der und der will mit einem Psychologen reden, der hat bestimmt psychische Probleme. Fand ich einen spannenden Punkt, aber jetzt zurück zu Matthias. Dann reden wir 15 Minuten lang mit dem Psychologen und er fragt dann immer, wie geht's, wie funktioniert oben alles, und der Psychologe hat mich auch schon vorbereitet, hat gemeint, okay, wenn du hochfliegst, am Anfang ist alles neu. Du kommst dort oben an und du musst erst einmal lernen, ja, wie man dort oben atmet, wie man lebt, wie man sich bewegt, wie man isst, wie man auf Toilette geht. Das wird so viel an neuen Informationen sein, dass du total überfordert sein wirst. Das ist normal. Und dann siehst du deine Kollegen, die schon 3 Monate länger dort oben sind, die total voll professionell alles arbeiten. Dann passiert bei vielen Astronauten etwas. Die Astronauten fühlen dann einen ganz besonderen Stress, dass sie nicht so gut sind wie die anderen Kollegen. Und das darf aber nicht passieren. Die ersten paar Tage sind total intensiv, aber du wirst sehr schnell lernen und dann wirst du genauso professionell sein wie die anderen. Professor Manzai ist einer der PsychologInnen, der die AstronautInnen auf der ISS betreut. Er erzählt uns im Interview, dass die AstronautInnen häufig so mit ganz normalen Alltagssorgen zu kämpfen haben. Also ich erinnere mich mal an einen Astronauten, der beispielsweise irritiert darüber war, dass er seine 14-jährige Tochter versuchte, telefonisch zu erreichen. Die kann ja auch von der ISS relativ viele Kommunikationskanäle wählen. Und es immer wieder passierte, dass seine Tochter ihn am Boden einfach wegdrückte. Was eben damit zusammenhängt, dass eine 14-jährige Tochter, ihr ist das ziemlich egal. Das ist immer peinlich, wenn Papa anruft. Und ob Papa jetzt gerade auf der ISS ist oder nebenan irgendwie zu Hause, passt das eben nicht. Das ist aber für jemanden, der dann auf der ISS ist, vielleicht noch ein bisschen blöder. So, wenn sowas passiert. Die Probleme sind nicht so wahnsinnig groß. Und das, woran wir vielleicht häufig als Psychologen denken, es könnte ein Problem sein, dass man da so ganz eng mit anderen zusammenlebt und 6 Monate klarkommen muss. Also ich habe es ehrlich gesagt noch nie als ein Problem erlebt. Es zeigt eigentlich eher, dass man so die Alltagssorgen oder was immer man da haben kann, das nimmt man auch mit in so einen. Ich finde das super spannend, dass die AstronautInnen auf der ISS ähnliche Probleme haben wie wir hier unten auf der Erde. Als letztes habe ich noch mit Matthias über was Persönliches gesprochen und er hat mir gezeigt, wie so seine Schlafsituation auf der ISS aussehen wird. Ganz ehrlich, ich dachte mir nur, okay, wow, ich würde da halt niemals ein Auge zukriegen. Darf man denn so persönliche Gegenstände mit hochnehmen, wie so Fotos oder vielleicht sogar ein Fotoalbum? Also, ich habe 2 verschiedene Taschen dabei. In der einen Tasche sind 1,5 Kilogramm und in der anderen Tasche sind, ja, muss ich sagen, das ist so eine Art doppelter Schuhkarton von der Größe her, vom Volumen her ist das limitiert. Und dort habe ich ein paar persönliche Gegenstände dabei, was mir meine Familie mitgegeben hat, so an kleinen Sachen, die wichtig sind, persönlich dann von Bedeutung sind, aber natürlich auch Fotos.
Hier sind wir im Knoten 2. Hier gibt es 4 Schlafkabinen und das ist eine Schlafkabine. Dann haben wir hier die zweite, also jemand schläft an der Decke. Was? Die Kabine hier war nicht abgebildet und auf dem Boden gibt es auch nochmal eine Kabine. In der Schwerelosigkeit ist ja egal, ob oben oder unten, ob man im Stehen oder im Liegen schläft. Und das ist der einzige Privatraum, den man für 6 Monate hat. Also ungefähr so groß wie ein IKEA-Schrank. Also hier sind so Klettverschlüsse drin. Kann man da dann so persönliche Sachen ranbappen? Genau. Also oben schwebt ja alles und damit die Sachen nicht einfach wegschweben, weil dann sind sie verloren, muss man alles mit so Klettverschlüssen irgendwo hinkleben. Das ist auch normalerweise hier an den Vorderseiten der Forschungsschränke. Und innen drin habe ich einen Schlafsack. Den Schlafsack habe ich auch nur, damit ich da nachts nicht da wegschwebe und da irgendwo anecke. Ich finde so, so spannend, was Matthias alles erzählt hat und war nach dem Dreh in Köln auch total hyped und wollte am liebsten mitkommen zur ISS. Ich meine, die Erde von oben zu sehen, das muss halt schon echt krass sein. Könntet ihr euch vorstellen, mal ins Weltall zu fliegen? Schreibt mir das super gerne mal in die Kommentare. Wir haben eine Videobotschaft von Matthias von der ISS bekommen und er erzählt uns, wie es für ihn gerade auf der Raumstation so ist. Hallo Pia, hallo Psychologie-Community. Als ich angekommen bin hier in der Raumstation, habe ich runtergeschaut auf die Erde und im ersten Moment dachte ich, ja, das, da vor mir liegt ja der Himmel, ganz blau und die Wolken waren klar zu sehen. Und beim zweiten Blick habe ich dann gesehen, Moment, so ein Blickwinkel überall, das ist ja alles knacke schwarz. Und da ist mir für einen Moment doch das Herz so ein bisschen in die Hose gesackt. Und dann habe ich gedacht, uiuiuiui, ich bin ja wirklich im Weltall angekommen. Dieser Schrecken hat sich dann zum Glück schnell gelegt. Und beim zweiten, dritten Mal aus dem Fenster schauen, da war ich dann richtig neugierig und habe dann versucht zu erkunden, ob ich da draußen etwas entdecken kann. Durch das Training war ich natürlich ideal vorbereitet für alles, was hier oben auf mich wartet bezüglich der Technik. Ich wusste die verschiedenen Anlagen, die da sind. Ich kannte die Leute, die da waren. Aber es gab natürlich auch Sachen, die trotzdem neu waren. Wenn ich überfordert bin mit einer Situation, dann drehe ich mich sofort rum und sage, ey, kann mir jemand helfen? Ich habe hier ein kleines Problem und es geht besser, wenn mir jemand zur Seite steht. Und das machen alle so, weil jeder mal in einer Situation ist, wo er Hilfe braucht. Und gemeinsam lässt sich die Sache dann meistens sehr gut lösen. Auch ganz wichtig für uns ist es, abends zusammenzusitzen oder nicht zu sitzen, zusammen zu schweben, muss ich ja sagen, aber um den Tisch rum zu schweben beim Abendessen. Und dann reden wir darüber, was ist heute schiefgelaufen, was hat jeder so an nützlicher Erfahrung, die er einbringen möchte. Und dann vermeidet man dadurch, dass man den gleichen Fehler am nächsten Tag vielleicht selbst macht. Okay, ich wünsche euch alles Gute, beste Grüße aus dem Weltall. Tschüss! Euer Astronaut Matthias. Matthias postet übrigens ab und zu mal Fotos von seinem Leben auf der ISS bei Insta. Schaut da also unbedingt mal vorbei. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, es ist so, so schön, dass ihr alle da seid. Fühlt euch virtuell von mir gedrückt und bis zum nächsten Video. Wenn ihr noch mehr über den Alltag von AstronautInnen auf der ISS erfahren möchtet, dann schaut mal bei Auf Klo vorbei. Brauchen wir eigentlich Gott? Mit dieser Frage beschäftige ich mich in meinem letzten Video. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt es euch unbedingt noch an.